Ja, hallo und herzlich willkommen zur Auflösung des Rätsels von letzter Woche. Ob wir überholen sollten, ja oder nein? Und zwar hatten einige von euch ja schon Kommentare und Tipps abgegeben, wo so ein Überholmanöver am besten gesetzt werden sollte. Ein Tipp kam jetzt, nämlich hinein in Kurve 4. Und dann die weiteren Tipps kamen dann erst bei Kurve 11 und 12. Ich kann euch sagen, dass dieses Rennen ja zu diesem Zeitpunkt schon so circa eine Viertelstunde so lief. Das heißt, von Start weg war ich hinter diesem Gegner und habe versucht, ihn zu überholen. Der nächste Tipp kam jetzt hier aus Kurve 11 gut raus zum Beschleunigen und dann jetzt sich rechts daneben zu setzen in Kurve 12 hinein. Und weitere Leute haben dann getippt, okay, jetzt in Kurve 15 gut ausholen und dann jetzt hier in Kurve 16, 17 innen reinzugehen und dort am Gegner vorbeizugehen. Aber ich kann euch sagen, dass der Gegner das wirklich sehr gut gemacht hat und die Tipps, die ihr abgegeben habt, leider nicht ganz geklappt hätten, weil er eben zum Beispiel in Kurve 16, 17 sehr eng gefahren ist und auch hier aus Kurve 11 jedes Mal gut rausgekommen ist. Allerdings werdet ihr es jetzt sehen, wie er hier ein Stückchen wegrutscht. Und das sind die Dinge, auf die auch einer von euch hingewiesen hat, nämlich wenn man merkt, dass man nicht vorbeikommt, dann wirklich den Gegner weiterhin unter Druck setzen und nach Möglichkeit auf Fehler hoffen und diese dann auch eiskalt auszunutzen. Ich spule nochmal ein Stück zurück. Und lass das auch noch mal eine Ecke langsamer laufen. Also man sieht jetzt hier, wie wir aus Kurve 11 beide sehr gut rauskommen. Anbremsen für Kurve 12. Einlenken. Und jetzt sieht man, wie ihm das Heck so ein bisschen wegrutscht. Also man sieht, wie das Heck hier so ein bisschen in die Richtung arbeitet. Er dadurch nicht voll beschleunigen kann und wir natürlich die Möglichkeit haben, hier jetzt eine saubere Linie zu fahren und sauber aus dieser Kurve raus zu beschleunigen, um dann den Abstand, den wir hier jetzt haben, zum Vordermann zu verringern, um dann in der Anfahrt von Kurve 15 uns innen daneben zu setzen. Man sieht jetzt hier, wie er weiter wegrutscht und wie wir jetzt an dieser Stelle hinten dran sind. Jetzt geht es hier durch Kurve 13. Wir sind wirklich Stoßstange an Stoßstange. Und jetzt muss der Plan sein, wenn er jetzt aus Kurve 14 raus nach außen geht, um für Kurve 15 auszuholen, dann müssen wir innen rein. Man sieht es jetzt auch hier, wie wir hier schon nach innen reingehen. Er geht jetzt nach außen. Und jetzt haben wir hier den viel kürzeren Weg. Er muss jetzt hier diesen Bogen fahren. Und wir versuchen abzukürzen, um dann diesen Platz hier auszunutzen, zu sparen und uns dann innen neben ihn zu setzen. Der Nachteil ist natürlich für die Kurve hier, die werden wir natürlich nicht optimal bekommen können. Das heißt, an der Stelle gilt es jetzt ein Stückchen später zu bremsen als er, sich innen daneben zu setzen, dadurch die Rennlinie zu bestimmen, weil er kann ja nicht einfach einlenken, weil wir ja dann da sind. Und dann macht es auch nichts, wenn wir die darauffolgende Kurve dann nicht auf der Ideallinie nehmen können, sondern ein bisschen davon abkommen, also ein bisschen uns weiter raustragen lassen. Weil er an der Stelle eben dann nicht an uns vorbeikommt, weil wir eben innen sind. Das muss der Plan sein. Und das haben wir an der Stelle eben auch gemacht, sind jetzt innen reingefahren und jetzt sind wir halt komplett daneben. Werden jetzt höchstwahrscheinlich hier eine etwas weitere Linie fahren. Das heißt, normalerweise würde man versuchen, jetzt hier sehr eng zu fahren. Und der Platz ist halt das, was wir dann aufgeben, um eben die Position zu gewinnen. Aber das nimmt man jetzt eben hier in Kauf. Wir sind jetzt quasi hier daneben. Und an der Stelle scheppert es jetzt gleich ein bisschen, aber an der Stelle sind wir jetzt schon innen vorbei. Und normalerweise müsste er hier die Lenkung aufmachen, weil er natürlich weiß, dass er durch uns nicht durchlenken kann. Scheppert jetzt ein wenig, wie ihr hier merkt, aber wir sind eben innen und können die Rennlinie vorgeben, kommen von der Ideallinie zwar ab, aber sind dann vorne. Ich lasse es auch nochmal in Originalgeschwindigkeit laufen. Also wir kommen hier sehr gut aus Kurve 11 raus, er aber auch. Anbremsen Kurve 12. Er rutscht ein bisschen weg. Wir sind jetzt direkt hinten dran und können jetzt hier in Kurve 15 innen reingehen, uns daneben setzen. Er lenkt trotzdem ein. Scheppert zwar, aber unsere Position kann an der Stelle nicht mehr gefährden. Ja, wie ihr gesehen habt, wäre die Antwort normalerweise nein gewesen. Der Gegner ist sehr gut gefahren, bis eben auf diesen einen kleinen Fehler. Eure Tipps waren sehr gut. In Kurve 4 hinein zu überholen wäre sicherlich eine gute Option gewesen, aber ich musste leider feststellen, dass gegen Ende der Gerade immer so ein bisschen Abstand da war, sodass ich da nicht innen reingehen konnte. Aus Kurve 11 ist er auch immer sehr gut rausgekommen, sodass ich in Kurve 12 hinein eigentlich nie eine Chance hatte.
Genauso auch in den Kurven 16, 17 ist er immer sehr weit innen gefahren, da passte eigentlich kein Kart mehr zwischen. Von daher blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als weiterhin Druck auszuüben und zu hoffen, dass er einen Fehler macht und diesen dann auch eiskalt auszunutzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Liked es gerne, teilt es und lasst auch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!